So. Guten Abend. Good Boys, me Girls. Hab ich die gerade schon auf weiter gedrückt? Mensch. Das Name. Das Game ist einfach nicht genommen. Die Flasche ist sehr, sehr schön. So. Weiter mit Biocock 2 Remastered. Ah. Wo waren wir zuletzt? Ich glaube, so viel ist da auch gar nicht mehr zu tun, ehrlich gesagt. Also fühlte sich auf jeden Fall nicht danach an und ich glaube, ich hatte auch schon wieder den Erfolg, alle Schwestern gerettet zu haben. Also, ich gehe mal davon aus, ganz stark, dass es hier vermutlich schon das Ende heute sein wird. Das heißt schon, hat ja doch ein bisschen gedauert. Naja, so lange ist das Game jetzt eigentlich nicht, aber war jetzt auch nicht mal eben an einem Tag fertig, ne? Was ist denn, wo war überhaupt nochmal Aufgaben, Ziele, verlasse das Gebiet, wow. Was ist überhaupt beim letzten Mal passiert noch? 8-5er? Kannst keinen anständigen Kumpel haben ohne Vorwurf. Was war das noch? 7? Alter, Magga! Ah, da kommt ja noch einer. Nee, kannst du sonst so entschieden. Nee, du bist das Arschloch. Naja, immerhin, ne? Ja, gut. Was ist was, TV? Wollte eigentlich das machen. Aber war dann doch zu spät. So, Kollegen, möchten Sie etwa mal auf eine Streckbank? Ich sagte auf, nicht unter. Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Okay, vielleicht. Glaube nicht. Halt, stopp. Bevor sie weiterhin. Panzerbrechende Munition. Ja, Antipersonen. Oh ja, gönnen wir uns mal, wa? Oh, Panzerbrechen vielleicht auch nochmal ein bisschen. HP kann ich leider nicht kaufen. Sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Halt, stopp. Das wollte ich deswegen in den Kopf schmeißen. Ich bin nicht dein scheiß Messias. Aua. Wer ist jetzt okay. Dran? Achso, der ist noch gar nicht gehackt. Nice. Ach nee, war ja nicht blau. Ah, ja, hier. Ist der gehackt? Doch, nee, war ja nicht. Im Heilen. Ja, I guess. Deadheads Preise. Hier gut aus, Mensch. Ab geht's. Was ist das für eine seltsame Haltung, ey? Nee, da. Nach oben, Vater! Schnell!
wäre noch ein Heal. Nach oben. Okay. Okay. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Oder? Wie? Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Weiß nicht. Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Alarm! Im Darm! Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Ja, ja, ja. Wie wieder erzählt, ey. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Ihr doch bloß Schiss. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Achso, okay. Hab ich immer noch das Heal-Ding? Jo. Nice. Ja, erstmal duschen, nur um sich zu heilen. Dies ist ein Notfall. Alarm. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. So, oh, noch nicht mal. Ich bin gar nicht entkommen. Ich bin auch noch hier. Steht fest und kämpft. Oh Gott. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen. Glaub ich soll. Oh Gott, was willst du denn jetzt? Gott. Ja, steck deinen Kollegen hier, ne, du bist doch nicht. Au. Halt, stopp! Nee. Der wollte sich heilen, der Arsch. Der ist auch nicht mehr ganz hinter der Birne. Deadhead-Splicer, okay. Okay. Was geht hier ab? What geht ab? Nee, halt, stopp. Blub, blub. Entriegelung der Undock-Vorrichtung. Ich glaube, das soll ich noch nicht machen. Oder? Mal gucken, was passiert, wenn ich das versuche. Nichts. Achtung! Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. Okay. Gen-Upgrades. Noch mehr Gesundheit. Geil. Noch mehr Eve. Geil. Telekinese 3. Elektrohaut. Okay. Eckers Delight. Cure All. Eve-Experiment. Bohrerkraft. Dein Bohrer bewirkt noch mehr Schaden, wenn du ihn drehst oder schwingst. Habe ich das schon drin, Bohrerkraft? Bots rufen. Jetzt kannst du jetzt auch verbesserte Bots rufen. Wow. Bei jedem Gebrauch von Abfucking geht jetzt eine Feuerbombe hoch. Halte rechte Maustaste gedrückt, um eine andauernde Flammeneruption aufzuladen. Explosives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Blub, gelernt. Da haben wir den Quark.
Jetzt Winterblast. Was macht Winterblast? Führe deine Gegner in einen Eisblock ein. Führe mehrere Gegner mit einem andauernden Eiswürfelangriff ein. Ziehe an Fallen unter Decke. Lade deine Fallen mit Plasmin auf und. Ja, packen wir einfach mal mit rein. Täuschen Sie arglose Gegner. Das ist ja interesting. Und locken Sie sie in tödliche Hinterhalte. Lass dir bei der Verteidigung was einfallen. Lade deine Cyclone-Traps mit verschiedenen Plasmidkräften auf. Rüsten Sie Ihre Fallen mit Plasmidenergie auf. Probieren Sie möglichst viele Kombinationen aus. Aber mal schauen. Was macht das hier? Lass deine Bienen für deine neue Schwarmbombe arbeiten. Schwarmbombe. Wird. Headhunter. Achso, ja, okay. Ja, das interessiert ja dann gar nicht mehr. Winterblast. Eiswürfel. Nehme ich einfach da jetzt noch das letzte? Ach nee. Wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch was. Ja, Epic Loot, geil. Sehr schön. Ja, schon wieder Glitzer und sowas. Money, money. Geil. Oh Gott. Ist gerade erstmal irgendwie sehr klarkommen hier. Ah, jetzt. Da soll ich ran. Das soll ich activaten. Das kann ich anscheinend einfach hacken, okay. Komm ich da. Oh Gott. Komm ich da auch noch wieder? Komm ich da auch noch rein? Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Okay. Nur so. Lamb knows the way. Ah. Guck mal, die Leute hätten damals nur den starten müssen. Wenn einfach nur Bioshock 2 starten müssen, dann hätten sie den Weg gefunden. Hätten sie nicht ganz halt irgendwelche Leute in VR-Chat nerven müssen. Oh, noch geht schwer, gut. Sieht aus, als wäre Sinclair abgesägt worden. Diesmal war er nicht gerissen genug, sich im Amt zu halten. Aber wenigstens hat man ihn nicht gleich erschossen. Lamp hat bewiesen, dass sie das Ohr der breiten Bevölkerung hier unten hat. Es wird also schlau sein, eine Weile mitzuspielen. Zu sehen, was weiter, während ich da dran war? Sie sagt, sie lässt mir mein Pöstchen hier im Gefängnistrakt, solange ich sie mit Testpersonen für ihre Therapieexperimente versorge. Kein Problem. Ein paar Rehabilitationsmaßnahmen tun den Dreckskern hier nur gut. Ups, fuck. Nein. Boah. Boah. Wie war das? Oh Gott. Das wollte ich nicht gehen, letztendlich. Brauche ich schon wieder so viel Schrot. So. Aua. Hacken. Oh. Hey. Okay, jetzt nochmal. Geht doch, warum nicht gleich so, Mann? Was hast du denn, hä?
So. Die Spatzen brauche ich nicht. Sandröhre. Ja, ich drück dich gleich schon Knopf. Beruhig dich, hör auf zu blitzen. Und zu glitzern und sowas. Sonst noch irgendwie was? Nee, okay, ich muss den. Sonst geht's nicht weiter. Die Spritze, ja, ja, okay. Stopp. Starte Aufnahmesequenz. Aufnahmesequenz, was? Well, Leute. Wie geht's dir? Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Okay, ja, aber... kann ja jetzt erst da rein. Noch nicht mal, jetzt erst. Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Ist nicht irgendwie... Ich meine, es gibt ja überall so Geräte. Aua. Womit ich den Alarm wieder ausmachen kann. Ne? Ist das das Ding? Ja, das Ding ist das. Aua. Geh aus. Mann, 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 Mann. Ich dachte gerade, die Kamera würde hier runter halten. Okay. Schwere Nieten, ja, Schrot. Schrot, Raketenspeer, nee, achso, ja stimmt, Raketenspeer. Minigeschütze, jo, die kann ich mitnehmen. Oh, ausverkauft. Warum kann ich nicht eigentlich einfach so einen Sicherheitsnotschalter hacken in einem Bereich und dann kann der Alarm gar nicht angehen? Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Welche Taste war das? Hier. Rocket Man. Aua! Hör mal! Maga! Ich bin jetzt nicht so brennbar ist. Siehst du, hätte ich den Boot nicht eigentlich auch auf meine Seite ziehen können? Ah! Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt theoretisch eigentlich auch in Person machen können, ohne einen Fall zu verbrauchen. Mann, das war ein bisschen dumm. Was haben wir hier auf dem Tisch? Eine Leiche. Mit Alkohol, den ich vielleicht nicht hätte trinken sollen. Hey, Mann. Hier unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert. Hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung jemals freizukommen. Was? Abgrund, und was Hoffnung, uns Bro? Wovor ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Ich habe viel zu viele Heals verbraucht, Mann. Viel zu viele verbraucht. Alter. Waschen sich noch nicht mehr ihre Hände, ey. Okay, we will be reborn. Hier ist dann tatsächlich sonst nichts. Okay. Du hast gar nichts gehört, Mann. Du bist dumm. Den nehme ich jetzt nicht in den Arsch. Komm mir zu schlagen, du Sack.
So. Nein. Ja. Oh. Der hat Fische. Fisch. Kontaktminen. Ja gut, Kontaktminen habe ich natürlich noch. Das ist 8. Genau. Warum macht er so scheiß Geräusche? Fischkiste? Ich glaube nicht, dass das eine Fischkiste ist. Ja. Okay. Eleanor, was noch? Ich weiß, du kannst mich hören. Ich bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen. Du schon? Du musst nicht mit ihm sterben. Man. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen, Alter, und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mann, Genauigkeit. Mami liebt dich. Geht doch. Ah ja, Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Was ist das für eine random Alte? Warum schwebt die über dem Boden? Flammenwerfer! Ich ehrlich gesagt eben nicht erwartet, dass ich einen Flammenwerfer habe. Flammenwerfer! Oh, da braucht es ziemlich viel anscheinend. Ansonsten. Geld. Oh, bester Gin. Ja, den trinke ich jetzt aber nicht. Den Gin, den kann sich jemand anders gleich dann abholen, ne? Alles klar bei dir, Bro? Mal leise sein, Duschkopf. Ja, voll gepisst und voll geheult. Ja, ich glaube. Oh, vielleicht deswegen. Weil da so eine Alte hier auf der anderen Seite dead ist, maybe? Keine Ahnung. Junge, es tut mir leid. Ich habe dich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiterzuleben. Ja gut, wenn du gar nicht erst so weiterleben Gott, willst. Er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oh. Ja, ist ja gut. Nieten. Habe ich auch gerade wieder verbraucht. Mensch. Oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Ist er davon jetzt gestorben? Ich wollte eigentlich mal eben. Schwarmfallen rufen nach dem Auslösen einen Schwarm herbei. Ja, cool. Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwer nochmal reinrennen wird, aber wäre ja cool, wenn ja. Oh, shit. Boah. Hui, das hätte auch schief gehen können. So. Kannst du mal die Schnauze halten? Bitte, danke. Wieder hier so ein Lauf, bin ich. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut und ich habe dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir.
Aber lass mich nicht so zurück. Schmetterlinge, Ringe-Ding-Dinge. So, ich nehme das jetzt nicht noch weiter auf der Kamera auf. Ich bin nicht so doof. Hallo? Imako Isupon, was? Nee. Ich hätte zum ersten Moment gedacht, das wäre keine Ahnung. In anderer Sprache. Was soll das heißen? Imato? Kannst nicht lesen, Mensch. Ja, Schmetterlinge, Mann. Hast du hier noch? Ja, du hast hier Geld versteckt. War doch klar. Warum hast du Geld versteckt, wenn du dich im Endeffekt denn doch erhängen willst? Ist doch dumm. Weil ich soll zurückgehen. Was ist das denn für ein Elementarschwamm? Gott sei Dank, Junge. Und jetzt, mach schnell, bitte. Lass den Tag nicht durch Feuer ruinieren. Mit dem Elementarschwamm Tonikum erhältst du immer einen kleinen Bonus, wenn deine Gegner die Elemente einsetzen. Cool. Aus den Elementarangriffen verwundet, erhältst du eine geringe Menge I. Ja, nee, danke. Der Code? Wo ist der Code? Ach so. 2673. Was hast du dabei? $2. Wow. Schrot. High Security, okay. Wen darf ich denn nochmal die Phrase durchsieben? Achso, du bist eh auf meiner Seite, stimmt ja. Da war ja was. Der freie Wille, Delta. Eleanors Geschenk an dich. Und mit jeder freien Entscheidung hast du sie deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Eine solche Wahl hat Sinclair nicht. Und doch dient er der Welt unbeirrbar. Er ist jetzt der bessere Mensch. Geht schneller. Das ist von selbst angegangen. Ich habe meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten und die Bots lahmzulegen. Ich habe auch den Code geknackt. Er ist 2-6. 2-6. Okay. Interessanter Code auf jeden Fall. Muss ich sagen. So, was sagt dies hier? Hey Murphy, hier ist Dodge. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du den Code vom Direktor kennst. Schick mir eine Nachricht in meine Zelle in Block A und sag mir, wo du ihn versteckt hast. Hier ist aber nicht so gut aus, oder? Ich deine Schulden als abbezahlt. Und auf dieser Seite macht er es nicht, oder was? Ich habe eben schon gefragt, was das auf einmal für eine seltsame Explosion war. Oh gut, okay. Ja, wie sieht das hier aus? Münzeentwurf benutzen. Okay. Alright. Toilette erstmal pischen. Feier. Guck. Fenster brechen. Du bist im Tunnel. So müsstest du irgendwie an mich rankommen. Hoffe ich jedenfalls. Wenn du mich ausknippst, Junge, mach dir keine Vorwürfe. Ich werde nicht anders können, als auf dich zu schießen. Aber es wird mir helfen zu wissen, dass du an Lam dran bleibst und der kleinen Eleanor die Sonne zeigst. Ja, ich sag mal so. Von hier aus komme ich da nicht wirklich. Ne? Außer ich könnte irgendwie die Wand hier durchbohren. Money. Nice. Leiche durchsucht. Ja, 5 Nieten. Eigentlich ja 6, wenn ich ehrlich bin. Person oder ein Dude, der den Ängsten wirft, den Schatten wirft, den kriege ich aber nicht, du.
Telekinese, was haben wir denn da Schönes? Ich werde mir den Alu holen. Was bist du? Nice. Nee. Money. Ansonsten ist da nichts. Da muss ich unbedingt dran. Ja, gut. Das wäre es gewesen, wenn ich hier einfach durch die Wall rennen könnte. So. Ah, Speer. Okay. Wait, kann ich ihn nicht einfach? Ich meine, das war sowieso der Plan, dass ich ihn dann einfach hier damit? Was ist das hier? Achso, hypnotisieren, ja. Verstehst du nicht? 2, 6, 7, 3. Das war schon asozial, muss ich ja schon sagen. Aber. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Bist du nicht Sinclair? Ich dachte, du wärst Sinclair. Lass mich mal eben hier meine Waffe upgraden. Erhöhter Harpunen-Zoom. Erhöhter Bohrerschaden, Upgrade für Bohrerdeflektor. Ich denke mal, Bohrerdeflektor versuche ich noch zu bekommen. Vielleicht habe ich auch Glück. Lem scheint sich überhaupt nicht mehr für meine Gefangenen, sondern nur noch für ihre Tochter zu interessieren. Ich habe hier Typen, die schreien nach der nächsten Adam-Spritze und ich muss einen Aufstand machen, um der Frau Doktor was davon aus dem Kreuz zu leiern. Ich kann von Glück sagen, dass die Gefangenen durch ihre Behandlung so geschwächt sind, dass sie den Turm nicht stürmen können. Die würden mich sonst glatt in Stücke reißen. Ich weiß nicht mehr, wie lange mein Dings denn da hält. Steuerung, was ist das? Ah, okay. Oh. Wie würde er denn wegkommen? Das frage ich mich gerade. Ach Gott, jetzt stuck unter den scheiß Roboter. Au. Ja, jetzt noch mal durch. Schaufel, Bandagen und. Ich bin ein harter Mann, Alter. So ist das ja. Okay. Er ist ein harter Mann. Ah, scheiße, ne? Sowas? Ne? Das wird wahrscheinlich mega schief gehen. Gleich. Oh, okay. Da schon Heckbalken. Ich habe heute einen kurzen Blick erhalten. Das sieht nicht so gut aus. Den Code zum Turm eingegeben hat. Die letzten zwei Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. Also ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ich den hier jetzt unbedingt killen muss. Wait, ich kann zwei gleichzeitig haben? Nee. Mal checken. Ich meine, das läuft ja eh gleich aus. Tages sind leer hinterher. Ach so, okay. Ich darf ihn gar nicht umbringen. Ich muss ihn hinterher rennen. Funktioniert natürlich nicht, wenn er mir am Arsch klebt. Machen, um der Frau
Frau Doktor was davon aus dem Kreuz zu leiern. Ich glaube, dass der einfach weiter abhaut, wenn es abgelaufen ist. Durch ihre Behandlung so geschwächt sind, dass sie den Turm nicht stürmen können. Die würden mich sonst glatt in Stücke reißen. Ja, der hat auch so eine voll geupgradete, ne? Kann ja nur schief gehen. Wo könnte er überhaupt hingehen? Das ist die Frage. Hier ist die Dingsen. Würde dann hier hinrennen? Und dann müsste er theoretisch irgendwas aufreißen, denke ich. Da ist noch was hin. Komme ich da rüber? Vielleicht, ja, vielleicht. Oh ja, Tatsache. Hey. Was gibt's denn hier Schönes? Fallensperre, Panzerbrechend. Heckpfeil, yes. Autoheckpfeil, yes, yes. Zurück! Du musstest zu endlich her! Es tut mir so leid. Zigaretten, Zigaretten, Zigaretten. Hey, wärmesuchende Raketen. Okay, okay, okay. Ja, mega. Ah! Ich hoffe einfach mal, dass du irgendwann nochmal aus meiner Gefolgschaft einfach so verschwendest, dass ich dich nicht unbedingt extra dafür anschießen muss. Das wäre schon weird. Weißt du was? Bitte! Ich will so nicht leben! I guess? Ich soll ihn doch umbringen? Aua! Aua! Yo, ciao, Bro. Ich danke dir. Sind der Schlüssel. Vater, ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Elementar Vampir. Manchmal möchtest du mehr als deine Gegner nur bei lebendigem Leibe verbrennen sehen. Du möchtest ihnen ihre kostbare Lebenskraft stehlen. Elementarvampir macht das möglich. Gib und du wirst empfangen. Deine Level 3 Elementarströme entziehen deinen Gegnern Gesundheit. Ja, gut, okay. Elementarsturm? Nee, ich pack's nicht. Eben. Was du denn? What the fuck? Houdinis! Wait. So, nee, der... Okay, das waren die gleichen. Ich dachte eben, ich hätte noch einmal kurz den Effekt gesehen von Unbekannten. Bip, 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 bip. Nee, das lasse ich mal bei ihm.
So, dann wollen wir mal. Sicherheitsalarm deaktiviert. Alarm. Schließung aufgehoben. Sie ist natürlich instant da. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Ja, da kommen aber ein paar von denen rum. Starb als Held der Familie Raptures Delta. War er ein Freund für dich oder nur? So, shit. Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter. Gegen dein Volk. Gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Oh nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin. Schnell. So, muss ich da runter, wo die Pferde sind, oder muss ich woanders hin? Noch nicht tot, Mensch. Bitte. Wurde jetzt nochmal gefreezed? MG. Das ist hier noch irgendwo wer? Sicher, ne? Lie down when shots are fired. Okay, es ist doch nur noch der eine übrig geblieben anscheinend. Hä? Okay. Okay. Ist ein bisschen sehr dunkel hier, muss ich sagen. Stop it. Krieg ich Hilfe? Danke. Alles klar da? Ist ja wie so ein Dinosaurier, ey. Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts Vielleicht. Mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Alter, was macht ihr hier? A-I-A-U, lass mich ruhen. So, ist mein Kollege auch jetzt dead oder wie sieht das aus? Ja, der wurde anscheinend umgeklatscht. Das ist ja nicht so geil. Alpha-Serie. Augenkrebs-Serie. Vater, benutzt das Plasmid. Ich kann dir helfen. Ja, ist ja gut. Girlchen, Mann, ich suche ja schon ein komisches Plasmid raus. Ach, da war es. Ach, da war gerade schon. Ja, komm hier, mach mal. Mädchen erinnern sich an dich. Wir alle ganz. Sag Mutter, ich hab's auf sie abgesehen. Fix und fertig, Vater. Ja. Wer ist jetzt dran? Weiß ich nicht. Du wolltest gerufen werden. Ja, okay, hallo. Das hatte ich befürchtet. Nee. Hat sie nicht sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer? Lass mich nachdenken. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, damit das U-Boot aufsteigt. I guess. Ja, sieht gut aus, I guess. Steigen kann. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell zu den Kinderstationen. Okay. War das der, den ich gehackt habe, oder war das keiner, den ich gehackt habe? Das war keiner, den ich gehackt habe.
Du hast ein Mehrfachziel. Drücke. Danke. Immerhin. Ach, da wäre auch noch. Na gut. Ja, ich habe ein Mehrfachziel. Ich drücke erstmal Speicherziel, damit ich nicht das gleich nochmal machen darf. Das können wir ja. Ja, finde die Kinderstation im Kliniktrakt oder im Therapietrakt. Beziehungsweise unter dem Therapietrakt. Welcher ist welcher? Das ist die Frage. Hallo? Kann ich die Karte bewegen? Hier irgendwie? Ah, so. Station B, Sicherheit, Block A, Haft, nein. Runter. Doch, Plattform, Haft. Warum sieht die Karte so aus, als würde die mal irgendwie 30 FPS laufen, wenn überhaupt? Ich schätze mal, wir folgen einfach dem Feuer, dann wissen wir, wo wir hinkommen. Aber. Ich lasse nicht zu, dass ihr mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch! Oh, noch ein Medipack. Oh, Money. Halt, stopp! Das sehe ich jetzt aber nicht ein. Dies ist keine Predigt. Ich werde euch keine Aufmerksamkeit anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Ja. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Er ist alleine und ängstlich gestorben. Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Lauf! Wo sind denn jetzt deine Leute? Oh. Das war natürlich dann Verschwendung, weil die das Ding kaputt macht. Ist klar bei der alten Mensch? Mein Vater war Arzt. Verschwindet ihr einfach. Er hat mich nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen, sondern dazu, die Welt so zu formen, wie sie sein sollte. Ich sollte ein einfaches Moral. Sieht aus wie KI-generierte Bilder, so ehrlich gesagt. Also. Na, was meinst du dazu, Sicherheitsbot? Jedes Leben sieht genauso scheiße aus. Für das Allgemeinwohl. Er nannte das die Imperative. Halt, stopp. Stop it! Du machst scheiß Bilder. Hör auf damit. Warum liegst du auf einmal auf der Seite? Bei meinem schlechten Gedächtnis muss ich eine Eselsbrücke aufnehmen, damit ich den Code nicht vergesse. Braune Beine, rote Münder, blaue Arme, grüne Augen. So, jetzt an ein sicheres Plätzchen damit. Was? Braune Beine, rote Münder. Rote Münder. Eins. Wait. Bei meinem schlechten Gedächtnis. Vier rote Beine, braune Beine. Aufnehmen, damit ich den Code nicht vergesse. Braune Beine, rote Münder, blaue Arme, grüne Augen. So. Jetzt an ein sicheres 4-1-4-6, I guess. Ah, die ist gut. Raketensperre. Alles mein Loot. Hä? Und Hackenheim. Money. Utopia. Ist ja gut. Man denkt dabei immer gleich an Utopia. Den Himmel auf Erden. Doch das Wort bedeutet sowohl guter Ort als auch kein Ort. Ein Ideal also, unerreichbar. Ah, was gibt's hier schöne Sardine und natürlich eine Rakete. Immer auf dieses Utopia hinarbeiten. Ständig dazu getrieben, mehr zu wollen. Egal, wie viel wir schon haben. Es ist mit die größte Ironie. Ja, los, zeig mir deinen Tanz. Genau das Streben nach Utopia. Los, do it. Gehalten hat, dorthin zu gelangen. Na, okay. Ach, geht nicht auf. Wir sind fast bei der Kinderstation.
Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Oh, hi, Mark. Wait, könnte man die Gefangenen auch als Scans hier benutzen? Hallo. Denk, ich werde jetzt hier und dann tun. Gratuliere. Ihr habt soeben die Illusion des freien Willens erlebt. Die Illusion des freien Willens, ja, ja. Und handelt danach. Schon beginnt Kontaktmine, Wärmesuchen, Rakete. Eure Gene haben das ist sehr schmerzhaft in den Augen hier. Aber Wut gehört für die Gene. Hallo Mutter, wie du immer gesagt hast, in meinem Zustand sollte ich nicht in der Stadt herumlaufen. Aber wenn man nicht rausgeht, erfährt man nichts von der Welt. Also lerne ich zu Hause. Das ist, glaube ich, ein Porzellan-Teeservice im Stil von Ludwig den 15., richtig? Nein, falsch. Ein faszinierendes Geräusch. Und das hier nennt man ein Buntglasfenster, handgearbeitet von deinen Bewunderern. Sie haben sich viel Mühe gegeben, damit es dir ähnlich sieht, nicht wahr? Oh no, more table! Juhu. Das war aufhören, so komische Geräusche zu machen. Ja gut, eigentlich soll ich ja da und ja gut, ja, weiß ich, ja, wobei, weiß ich auch nicht. Wer geht hier? Wer hat hier Bock? Ah ja, du hast hier Bock. Okay. Oh Gott, aua. Das wird ja was. Au. Weißt du was? Wofür habe ich den Scheiß, wenn ich dafür? Muni. Ey. Alter. Wie geht's ab, Mensch? Hier ist der Loot. Nee, okay. Ah, für dich verbrauche ich aber. Mann, Sicherheitsbot. Magger. Was hast du davon? Was hast du hier schönes Granatenwerfer? Geil. Lamp will lead the way. Ich glaube nicht, dass sie es tun wird. Hier sind ja überall Heiltränke drin, Mann. Was ist das denn? Muss ich Sie daran erinnern, Sinclair, dass Lärm jetzt Ihr Problem ist? Sie ist nicht länger eine Bürgerin Raptures. Das war die Bedingung. Sie wollten ihr Fachwissen und jetzt haben sie es. Ryan Industries ist ihr Kunde und wir verlangen Testkandidaten aus ihren Chargen. Die Protektoren sind kurzlebig. Kurzlebig. Lam wollte doch Messias spielen, richtig? Na dann. Verkaufen Sie ihr ein Opfer, um die Herde zu retten. Oh man. So. Dann wollen wir nochmal looken, wa? Wenn du fertig bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Hä? Oh Gott. Ich platziere einfach den hier mal.
Was habt ihr davon? Mal. Soll ich dir helfen, wenn du nicht zu mir kommst? Körperpanzerung 2, das ist sehr schön. Jetzt habe ich das nicht gelesen. Aber das passt gerade sehr gut. Was bist du denn jetzt? Ihr seid Idiots, wisst ihr es eigentlich? Ganz besonders du bist ein Idiot. Ihr seid richtige Idiots. Hallo? Maga! Schon noch Schaden zugefügt haben, während er tot war. Hey. Drei. Kann man nicht angehen hier. Da platzt gleich eine Wurst. Ach, ich hätte hier auch runtergehen können, okay. Hier ist wahrscheinlich dann gerade dicht, oder? Okay, dann. Oh. Drücken wir einmal den Knopf hier. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Okay. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie so schnell ich kann. So wie du es mir gezeigt hast. Wie habe ich dir gezeigt? Ich war das. Oh, da kommt schon wieder ein Houdini. Da ist schon wieder ein Houdini unterwegs. Du rettest sie nicht, Delta. Egal wie rein deine Absichten auch sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Es ist mir lieber, sie ertrinken. Naja, ne? Sag mal so, egal wo du hingehst, könnte es das Verderben sein, je nachdem, wie man sieht. Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Er sagt, dass ich keine Tochter haben wollte. Das Plasmid, Vater. Zeig mir einfach wo und ich helfe dir. Ja, Mensch, Mädel. Lass mich doch mal hier. Das sind Gegner, die du haben wolltest, Mensch. Kann ich die Leute einfach hier markieren und lutsch die aus? Kann ich die fotografen, Alter? Und der ist bereit, den kenne ich bereits zu genügend anscheinend. Bleib. Wer ist jetzt dran? Wir werden sehen. Kinos. Ah ja, hier rein, ne? Versuch nur, mich von meinen Schwestern zu Da
fuck hat sie denn da gerade gemacht? Das war die nächste Sprengladung. Wir müssen weiter. Ah, wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. So, hat die Ärzte versucht, durch die Wall zu lutschen? Ach so, nee. Das ist ja doch einer. Au. Alarm? Oh Gott. Oh, nee. Es ist keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Ich bin nicht dein scheiß Messias. Ich bin nicht dein scheiß Messias. Wait, das erinnert mich so ein bisschen an hier Borderlands 2. Mit den... wo die den Firehawk anbieten. Das ist ja im Endeffekt Lilith, war. Epic Spoiler oder Ultra Spoiler. Ja gut, da geht's weiter rein. Er hat mich nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen, sondern dazu, die Welt so zu formen, wie sie sein sollte. Ich soll ein einfaches moralisches Kalkül lehren. Komm ich da rein? Jede Wahl so zu treffen, als müsse die Welt die Folgen tragen. Jedes Leben und jeder Tod. Hey Bro, machst du für mich die Tür auf? Er nannte das die imperative Selektion und lachte dabei, ohne zu lächeln. Hab mich ja, wer gefragt hat. Splittergranate. Splitter, Splitter. Eleanor sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Als erste lebende Utopistin. Sie sollte der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel. Das war dein Geschenk an sie, Delta, genau wie sie gehofft hatte. Du musst stolz auf dich sein. Dum, 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 dum. Hier ist noch ein Tape. Delta war heute in Topform. Die Wärter wollten ihn zwingen, eine weitere Dosis von irgendeinem Zeug zu schlucken, womit sie ihn vollpumpen. Aber er hat alle vier auf einmal fertig gemacht. Hat ihnen sämtliche Arme und Beine gebrochen. Alles war voll Blut. Einer von denen wird wahrscheinlich nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte so frei sein. Warst du frei tot? Okay. Kannst du nicht schlafen? Lässt sich ändern. Jetzt kannst du definitiv schlafen. Oder soll ich das Radio ausmachen? Packt das euch hier so ab. Ich glaube, das kriege ich nicht hin, aber ich versuch's. Okay. Sorry. Von Versuch wert. Au. Geht das schon wieder los? Durchhalten, Vater. Nicht aufgeben jetzt. Wach auf! Warum wachst du nicht auf? Okay. Warum ist hier eigentlich alles unter Wasser, Mensch? Ihr seid doch seltsam, ey. Könnt ihr nicht mal alles dicht machen hier? Ach, ey. Bro, warum hast du dich wieder umgedreht? Das war keine Überraschung, wenn ich ehrlich bin. So. Kollege? Kollege, ja? Hä? Jetzt. Jetzt, Kollege.
Das Ding da hinten ist richtig, aber... Hey. Ew. Bleib stehen. So, wo war das jetzt noch, wo ich den... Whatever gesehen? Ach so, ja, das war glaube ich hier rechts rum, ne? Sollte hier rechts rum gewesen sein. Hi. Warum muss das hier so dunkel sein? Tür entriegelt. Oh. Oh. Aua. Mann, ich habe euch befreit. Aua. Au. Okay. Kollege, klebt nicht so sehr an meinem Arsch. Das finde ich nicht nett. Hinten ist noch wer. Ist dir schon klar, oder? Achso, nee, das war. Ja, genau. Ja, dann war ja was. Da. Dann hol ich mir das. Hol ich mir das. Gehen denn hier noch drin? Ja, nix. Und du? Oh, Panzerbrechen, sehr schön. Hackpfeil ist immer nice to have. So, machen wir den Quark auf. Das müsste doch. Ach ja, das. Nee, doch, das ist hier. Hm, Bohrerreflektor. Nice. Was sagt die hier? Ich habe mich in Dr. Lam getäuscht. Sie hat mir erklärt, wie mein Bedürfnis nach Kontrolle mich von innen heraus auffrisst. Wir haben alle diese Zwischenfälle in meinem Logbuch gefunden, wo ich es Häftlingen leicht gemacht habe, mich anzugreifen, damit ich sie hinterher brutal bestrafen konnte. Großer Gott! Aber ich glaube, ich kann mich hier unten nützlich machen. Jetzt. Wo ich bei der Familie bin. Wir haben eine Chance, das verdammte Chaos zu überleben, das da oben herrscht. Vielleicht können wir sogar die Stadt zurückerobern. Erobern. Johnny, geht nach oben, I guess. Mhm, ach so, da geht's dann rein. Nein. So. Platz verspüren. Heute konnte eines der Mädchen an einer Schwester vorbeigelangen und ist von der Brüstung in die Lobby gestürzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich das Leben nehmen oder nur entkommen wollte. Wie auch immer, in der Zeit, die ich benötigte, um ins Erdgeschoss zu kommen, wo es lag, waren seine gebrochenen Beine vollständig verheilt. Ohne eine ordentliche Ausrichtung waren die Knochen aber in unnatürlichen Winkeln miteinander verwachsen. Wir mussten jeden einzelnen ein Dutzend Mal erneut brechen und einrichten. So schnell verheilte alles. Diese Kinder mögen unsterblich sein, aber ich kann bestätigen, dass sie Schmerzen empfinden. Ich werde Lamp empfehlen, die Dosis der Beruhigungsmittel zu erhöhen, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Okay, okay, okay. Da bitte? Ich
geht's auch gerade richtig ab, wa? Okay, dann der Houdini ist vielleicht auch selbst in Tode noch Houdini. Wir haben noch eine Kamera. Bin schon fertig. Ja gut, jetzt habe ich den fertig analysiert. Yep. Wo ist die Flasche? Bleib stehen. Oh, ich habe das kaputt gehauen. Na gut. Das war natürlich. Hä? Oh. Ja, gut. Hier ist wieder super dunkel. Oh. Als Lamp mich beauftragte, in Sachen Schmerzlinderung zu forschen, schreibt mich jetzt ich zuerst dazu, die entsprechenden Reizleitungen zu blockieren. Die ersten Ergebnisse waren auch ermutigend. Ja, bis einige der Kinder anfingen, aus Unachtsamkeit auf ihren eigenen Zungen herauszukauen. Ich muss sie von den anderen trennen, damit es keine Irritationen gibt. Schreiben die mich da in Steam an? Whoever. Die Spritze. Wait, nee. Nix zu acen. Raketensperre. Raketensperre sind. Ja, den nehme ich mit. Wir kommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Mach dich bereit. Okay. Okay. Das Kinderzimmer? Mit Aluhol drin? Oder? Nee, das ist eine Cola, okay. Das wäre es noch gewesen. Ja, du brauchst jetzt nicht wegzuhalten. Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf, dann gehe ich weiter. Wo ist der Bro? Da ist der Bro. Bro, bleib stehen, Bro. Bro. Nein. Kommst du nicht weg. Good job. Jetzt arbeite für mich. Die wollen uns die Kinder wegnehmen. Ihr habt doch gar keine Kinder. Burn, baby, burn! Hä? Geht doch. Was das jetzt werden? Was ist jetzt mein... Hast du meinen Kollegen getötet und hast du auf einmal einen Chili-Fortin hinterlassen? Was bist du denn für einer? Spring da runter, gib den Nackenklatscher und scheiß erstmal noch einen Chili-Kack drauf, ey. Ist ja disgusting hier. Ja, ich glaube, hier sind ja keine Gegner mehr, ne? Hier sind aber mega viele Verbandskästen, Mensch. Ja. Let's go. Ich glaube, ja, wir können jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Wir müssen zur Dockplattform, Vater. Rasch! Rasch!
Alpha, sie haben ja durchsucht. Sieh da hinten gerade die einzelnen Leute da am rausholen oder was? Scheint so. Ja. Na gut. Ach, dafür kriege ich auch nochmal extra Adam? Du hast Eleanor den freien Willen gelassen. Und jetzt verbreitet sie ihn unter diesen Unschuldigen wie eine Seuche. Selbstbewusstsein ist ein Fluch, Delta. Du stürzt sie in Verdammnis. Sure. Blind Leuten folgen kann natürlich einiges einfacher machen. Aber ist das gut? Ich glaube nicht. Hä? Hallo? Ja. Ich steige jetzt in den Ballasttank, Vater. Komm hoch zu dem Glas, wenn ich anfangen kann. Wenn wir loslegen, gibt es kein Zurück mehr. No way back. Hä? Warum glänzen die denn alle? Du willst meine einzige Tochter aus ihrem Heim und ihrer Familie herausreißen, um sie an eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Und wenn Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich warten. Da kommen sie, Vater. Halt sie in Schach, bis ich das Wasser zum Verdampfen bringe. Du Idiot. Oh ne, die habe ich glaube ich sowieso schon. Ja, nee, komm jetzt nicht so weit hoch. Das ist dumm. Wait, der andere wurde instant weggemacht. Hä? Was willst du denn jetzt von mir? Du hast dich doch selbst in den Brand gesteckt, du Idiot. Hä? Wie bist du denn da hingekommen? Hä? Ich bin mega verwirrt. Wie kommen die da teilweise hinter? Hau ab. Es verdampft. Jetzt kann ich dir im Kampf helfen, Vater. Benutzt das Plasmid. Au. Alter, ihr seid zwei komplette Affen, ne? Aua. Habt ihr mir einfach so einen Stein gegen den Kopf geschmissen? Mann. Gerade komplett überfordert irgendwie. Stop the shit. Hä? Das wäre tot. Warum kommen die von da? Wie kommen die von da? Ist da irgendwie ein Loch, wo die von oben runterfallen können? Eigentlich nicht, ne? Nicer Breakdance, Alter. Ich hab's geschafft, Vater. Das Ballastwasser ist weg. Entriegle den Andockmechanismus.
Okay, wie hast du das gemacht, während du mir hier am Helfen warst? Alleine und ängstlich. Okay. Der Aufzug zum U-Boot ist geflutet, Vater. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Und wie mache ich das? Zerbrich die Glasröhren, um den Raum zu fluten. Ach Gott. Ja. Wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Slow-mo. Ist das nicht der Aufzug? Nee, ist er nicht. Okay. Wo ist denn der Aufzug? Hä? Soll ich jetzt... Hä? Soll ich jetzt runter oder soll ich hoch... Was denn nun? Hoch anscheinend. Okay. Ah, hier rein. Hä? Die Bomben, Vater! Wir stürzen ab! Renn! Ja, gut. Jetzt sind noch weggebohrt anscheinend. Glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich, aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater, und ich brauche dich. Du musst mich führen. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Thank you.
Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Oh, Bioshock 2. I guess good ending? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es ein gutes Ending ist, wenn man selber am Ende tot ist? Oder absorbiert wird? Aufgelutscht? Mit so einer komischen Spritze? Oh ja. Das war das Ending, oder eins der Endings auf jeden Fall. Und Bioshock 2. Also jetzt im Großen und Ganzen rückblickend, ich würde sagen, es war minimal länger als Bioshock 1, I guess. Bioshock 1 war ja recht schnell eigentlich zu Ende. Und gleich jetzt mal gucken, was. Das war bestimmt Arti, der einfach nur geschrieben hat. Blip. Auf Hochhirn oder so? Keine Ahnung. DLC. Downloadable Content. Muss man auch, glaube ich, nochmal. Gibt es wahrscheinlich auch noch eine Diskussion über, was ist eigentlich DLC? Was steht ja für Downloadable Content. Aber der Content ist ja nicht mehr downloadable, wenn der einfach generell mit dem Spiel runtergeladen wird. Du hast ja nicht die Wahl, ihn extra runterzuladen. Er wird einfach runtergeladen. Und in dem Sinne. Okay, ja. Der Content sozusagen ist das gesamte Game DLC. Oder so. Aber dann extra nochmal fürs gesamte Game zu bezahlen? Also manche Spiele, da kommen ja die DLC-Daten wirklich immer direkt mit. Selbst wenn du das DLC gar nicht hast, wenn du dafür bezahlt hast. So wie bei Avorion tatsächlich. Der Content kommt einfach mit. Aber wenn du den für das DLC bezahlt hast, darfst du das auch benutzen. Ja, dürfen wir uns jetzt für Donnerstagabend dann was Neues holen, wa? Wobei es eigentlich ziemlich einleuchtend. Man muss ja gucken, wie gut das läuft. Dabei auch Infinite. Überhaupt nicht lautes Game. Aber ich denke mal, man sollte mich hier eigentlich noch immer relativ gut verstehen können bei der lauten Scheiße. Bam, 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 bam. Crew Voice Recording Services provided by Pacific Ocean Post. Ist ja mega witzig, wenn die neuen Dingsbumsen. Warum habe ich jetzt schon das Wort dafür vergessen? Plasmide und sowas, wenn der Text immer so vorgelesen werden würde von jemandem, wie ich die vorgelesen habe, oder meist vorgelesen habe. So richtig, Oldschool-Werbung, sag ich mal so.
Bioshock2Game.com. Take-Two Channel Marketing Team Seth Cruz. Take-Two Legal Team Cindy Buchwalder. Ja, Walter. Wait, was benutzt es? Havoc, ja, Unreal Engine. 2009. Welche Unreal Engine war das denn zu dem Zeitpunkt noch? Unreal 3? War das schon da? Ja, ich denke schon. Aber jetzt ist ja Unreal 5, glaube ich. Jetzt in den letzten, ich will gerade behaupten, 4-5 Jahre vielleicht. Also auf jeden Fall länger als letztes Jahr. Davor war auf jeden Fall bestimmt mindestens drei Jahre Unreal 4. Ich weiß nicht, ob 2009 schon Unreal 4 war oder ob das noch Unreal 3 war. Denk mal ja 3. Oh, ich weiß nicht. Jean-Yee. So, da haben wir jetzt aber ordentlich was getan. Es läuft dann noch was theoretisch demnächst fertig sein müsste. So ja, natürlich die Sonne. Sondern müsste eigentlich auch demnächst fertig sein. Könnte wahrscheinlich auch schon jetzt kommenden Samstag fertig sein. SVP Marketing, Sarah Anderson, VP Marketing, Matt Gormel. Gorman. Nelson Chow. Adios. Das hörte sich mehr an wie Adios. Boah. Partnerships. Licensing Manager Ryan Aldi oder Ayald? Hätte auch Ayald sein können. Dorian Rayfield. Senior Security Systems Network Systems. Wofür steht VP? Also SVP hätte ich jetzt gedacht, wäre wieder Senior irgendwas. Senior VP, aber hätten die auch ausschreiben können, theoretisch. 2K International. Echt, wegen dem einen Game bin ich echt mittlerweile einfach nur komplett konzentriert auf den Abspann, ne? Das eine Game, wo sich auf einmal dann die Sachen wiederholt haben, ey. Okay, International Marketing and Communications Team. Ich hoffe auch, dass der Kollege, also das René, bald wieder Netz hat, bald wieder Internet. Weil ursprünglich hatte ich ja zum Februar, jetzt am 13. hatte ich eigentlich vor, mit ihm was zu streamen. Aber er hat leider noch kein Internet gehabt. Es wäre aber auch eh ein Montag gewesen, also wäre das denn sehr spät vonstatten gegangen. Aber naja. Dann wären wir wahrscheinlich auch nicht fertig geworden. Kann ich mir vorstellen. Ich wollte noch nachgucken, was wir im nächsten Monat für ein Dings haben.
Was der Tag da ist, der 30. Oh, dann ist mal fertig. Nice. Lass mich mal checken. Nächsten Monat ist das auch wieder ein Mond. Ja, natürlich ist es wieder ein Mond. Ich bin doof. Ist doch Februar gewesen. Und kein Schaltjahr noch dazu. Der Monat darauf ist das ein Dönerstag. Eigentlich Dönerstags, wenn wir Dönerstags den 13. hätten, dann müsste ich eigentlich jedes Mal einen Kochstream machen oder sowas. Aber das kann ich leider nicht. Noch nicht. Ich hoffe, dass ich das irgendwie ändern kann. Bald. Das müssten eigentlich so Kochstreams sein. Freitags einfach nur ewig lang oder halt mit sonst wen. Zusammen? Also diese Endlos-Streams oder wenn ich ein ganzes Game wie jetzt auch Blasphemous zuletzt durchmache, das wäre eigentlich perfekt am Freitag oder sowas. Weil ich muss ja mal gucken. Ich versuche ja irgendwie so ein halbwegs Themen oder was ist Themen, aber halbwegs was zu machen für die ganzen. Aber vielleicht das nochmal beim nächsten Mal, wenn wir Warframe streamen. Warframe ist für mich immer ein Just Chatting. Bioshock 2 ist durch. Yeah! Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wie auch schon der erste Teil. Ich hoffe, dass ich bei Infinite einfach, dadurch, dass ich jetzt 1 und 2 gespielt habe, also erstmal, dass es auch vernünftig läuft, dass ich das vernünftig streamen kann. Das hoffe ich. Aber auch, dass mich das Gunplay nicht so sehr stört. Ich weiß noch, als ich Infinite das erste Mal ausprobiert habe, mal abgesehen davon, dass die ersten 4 Stunden halt einfach nur nichts passiert ist, gefühlt. Für mich zumindest. War das auch einfach nur Gunplay fühlte sich nach Müll an. Aber gut. Hab ich ja jetzt daran gewöhnt mit der Zeit, denke ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Später wieder einmal oder nochmal eine nice Nacht. Sehr gute Nacht. Ja. Mehr gibt's eigentlich jetzt nicht zu sagen. Dann hören wir uns morgen. Ich denke, morgen machen wir Halo weiter, solange. Ja doch, das hat er ja runtergenommen. Und abends. Nee, für abends haben wir gar nichts. Mal gucken. Stimmt. Oh, sorry. Ich fange jetzt schon wieder an zu gehen. Ja, wie gesagt. Bis dahin. Tschüssi.